Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Anstoß 3. Ich hoffe mal, dass der Sound jetzt funktioniert. Ich habe mit meinem neuen Mikrofon erhebliche Probleme und die alten Mikros gerade nicht zur Hand, was jetzt schon so einige Aufnahmen verhindert hat. Jetzt gerade wahrscheinlich das Glück zu haben, dass es mal vernünftig funktioniert. Deswegen wird es Zeit, mal endlich Anstoß 3 weiterzuspielen. Muss ja ausnutzen, dass hier in der Realität das Sommerloch herrscht. Dann muss ich das doch irgendwie stopfen. Und ja, klar, muss ich natürlich auch mal weiterspielen. Wir sind mit dem SC Paderborn amtierender deutscher Meister. Wer mag es glauben? Tja, Tabellenführer ist allerdings der FSV Frankfurt. Auch das kaum zu glauben im Jahr 2023 hier. Hat sich Fußball Deutschland doch ein Stück weit gewandelt. Paderborn spielt Champions League und da haben wir jetzt das nächste Spiel in Zagreb in Kroatien. Das letzte Ligaspiel hatten wir 5:0 gewonnen. Im DFB-Pokal waren wir leider in der ersten Runde ausgeschieden. Aber wir wollen uns im internationalen Geschäft diesmal besser präsentieren. In der vergangenen Saison waren wir in der Euroleague, wenn ich mich richtig erinnere, auch sofort draußen. So, Nico Adami lässt in einem Trainingsspiel 3 Bälle hintereinander durch die Beine rutschen. Er verliert 4 Motivationspunkte und die anderen lachen schon über ihn. Eieieiei. Ja, jetzt spielen wir in Zagreb. Wie habe ich eigentlich das erste Spiel in der Champions League gespielt? Das müsste ich jetzt gerade mal schauen. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ah ja, doch, klar. Gegen Barca, das große Spiel. Das endete 2:2. Zagreb hat gegen Lille gewonnen. Also, ja, ich sag mal, wenn wir hier einen Punkt holen, da könnte ich schon mit leben, allerdings ist das Stärkeverhältnis doch so eindeutig aufgestellt, also 111:88, ich bitte euch, da sind wir klarer Favorit, deswegen, ja, sollte man eigentlich doch eher auf 3 Punkte gehen, ja, sollte man machen, und deswegen ändere ich die erfolgreiche Formation, die Hertha mit 5:0 geschlagen hat, auch nicht, und sage, wir der Favorit sind, aber dass das Spiel trotzdem noch lange nicht gewonnen ist. Ja, ich musste etliche Soundchecks machen, weil oft auch das Verhältnis zwischen Mikro-Sound und Ingame-Sound nicht so funktionierte. Das Problem habe ich ja immer oft, tja, ich hoffe, dass das jetzt besser ist. Die Spieler haben die Ansprache verstanden. Ich hoffe, dass ihr meine Ansprache ja auch versteht. So, nur 5.800 Zuschauer beim Champions-League-Spiel. 600 Paderborner machen sich auf den Weg nach Kroatien unter der Woche. Olli Pocher tippt 2:1. Boah, ich hätte gedacht, dass die Champions-League einen höheren Stellenwert in Kroatien genießt. Und gucken wir mal, ob wir hier 3 Punkte holen. Wir spielen wie immer offensiv, kassieren dafür aber in der 5. Minute das 0:1. Dino Speer mit dem Führungstreffer für Zagreb. 12 Minuten später Eckball von der linken Seite. Fröhlich auf Pröhl. Und der nagelt den Ball in die Maschen und das ist der Ausgleich. Aber eine Minute später, Dino Speer, der macht hier den Doppelpack und erzielt das 2:1. Aber 16 Minuten später Jochen Fröhlich mit seinem ersten Champions League-Tor und dem Ausgleich. Hier ist jede Menge los. Zweimal hinten gelegen, zweimal den Ausgleich geschossen. Jetzt bitte nicht schon wieder das schnelle Tor kassieren. Jetzt ein Spieler, dessen Namen ich jetzt mich nicht traue auszusprechen, weil da zu wenig Vokale drin sind. Passt auf Speer, der will jetzt hier den Hattrick machen. Der spielt Feather aus, passt jetzt auf Brozovic. 19 Meter vor dem Tor spielt dieser Einsteilpass in den Strafraum. Ja, jener Spieler entkommt Steinwart, aber schießt am Tor vorbei. Und es steht 2:2 zur Pause. Wir haben auch ein Chancenplus. Chancenverhältnis 2:5 für uns. Allerdings frage ich mich, warum die diesen letzten Torschuss doch jetzt gar nicht als Chance gewertet haben. Das war auch eindeutig eine Torchance. Ja, auf jeden Fall sind wir zweimal in Rückstand geraten, haben aber auch jeweils recht schnell ausgleichen können. Also hier ist alles drin, von Sieg bis Niederlage. Ich sage, macht sie fertig. Niedriger Sieg würde mir auch reichen. Sinn erbringt jetzt gegen Schröck. Ist das Stefan Schröck? Nee, scheinbar nicht. Der fängt mit T an, der Vorname. Sinn erbringt, schießt klar vorbei. Jetzt eine Stunde rum. 64. Minute und ja, Spillner nach Assist von Fröhlich mit dem Führungstreffer. Aber Ibanez, ja, ist kein Gitarrenhersteller in diesem Spiel, sondern ein Fußballer auf Brozovic, der gewinnt den Zweikampf gegen Zeitz. Oder nee, verliert ihn scheinbar. Der Text kam so schnell, ich konnte ihn gar nicht richtig lesen. So, wir führen. Wir haben noch knapp 25 Minuten zu spielen. Ja, unser Torwart überzeugt hier notenmäßig nicht so ganz und auch der Metzelder nicht. Ich wechsle ungern Innenverteidiger, sage ich ja immer wieder, aber Hollmann ist ein riesiges Talent und wenn Metzelder hier nicht überzeugt, dann bringe ich jetzt einfach mal den Hollmann. Gelbe Karte für Jochen Fröhlich, nachdem seine Hand angeschossen wurde.
Und wir wechseln nochmal. Brozovic allerdings vorher. Schießt aus 20 Metern. Zieht ab. Kann die Ecke aussuchen. Und haut einfach drauf. Und der Ball ist drin. Und ich kotze ihn. Im Strahl. 3:3 jetzt der Spielstand. Eieieiei. Wen wechsle ich denn jetzt mal ein oder aus? Wo? Würfeln, was man ein bisschen durch. Sinnerbrink geht auf links. Das kann er nämlich. Und Andy nachher kommt für Steinwart. In der 82. Minute. Kommt dann einfach mal Caligiuri für Feather. Ja, machen wir noch den Führungstreffer, machen wir noch den Führungstreffer. Ernie nachher in der 88. Minute bringt das Leder unter Kontrolle, spielt Richtung Mittelkreis. Fröhlich legt den Ball auf die linke Seite quer, Spillner schlägt den Ball. Einfach hoch vors Tor, doch den kann keiner mehr erreichen. Abschluss und das Spiel endet 3:3. Ja, ich habe eben gesagt, unentschieden wäre okay, wäre gut, wie auch immer. Jetzt haben wir das unentschieden und es ist auch gut. Es ist auch okay, damit kann ich leben. Aber der Sieg war absolut möglich und das ärgert einen dann doch ein bisschen. So, wir müssen wieder 100.000 Mark zahlen wegen diesem Stress mit Andy Nacher. Olli Pröll, der Mann des Spiels, Spiel bekommt die Note 2, hat die Sky-Zuschauer gut unterhalten. 59% Einschaltquote auf Sky. Ja, mit der Defensive kann ich natürlich nicht zufrieden sein. Bayern München verliert 0:1 bei Brambergen. Wir holen den zweiten Punkt im zweiten Spiel, sind damit auch passenderweise auf Platz 2. Leverkusen verliert 2:1 bei Hajduk Split. Ja, die waren auch in Kroatien. Die konnten eine Fahrgemeinschaft mit uns machen. Borussia Mönchengladbach scheidet in der Europa League aus gegen den FC Stade Rennes. In der Euroleague Runde 1, also es war noch die Euroleague Quali. Der VfB Stuttgart, mein alter Verein hier. Ihr solltet ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn ich sage, mein alter Verein, müsst ihr einen saufen. Aber nein, dann bitte nicht mehr Auto fahren. So, VfB Stuttgart gegen den SSC Neapel. FC Porto gegen Hertha BSC und Atromitos Athen gegen Borussia Dortmund. Ihr könnt ja auch einfach Mineralwasser trinken, wenn ich jetzt mal sage, mein alter Verein. Aber, naja. Ihr Jugendspieler Thorsten Schachten hat sich stark verbessert und hat nun Stärke 3. Ali Bolan rückt als neuer Spieler in ihre Jugendmannschaft auf. Und wir spielen jetzt gegen den eben angesprochenen Tabellenführer. Das ist ein actionreiches Spiel, ein spannendes Spiel. Ob es wirklich actionreich wird, werden wir ja sehen. So, erstmal den eben genannten Jugendspielern Vorverträge geben. Der Celozzi hat ein mittleres Talent. Alexander Celozzi, ja, das ist gar nicht. Der Wahl wurde doch gar nicht genannt. Oder hier der Boland. Kleines Talent, aber auch er kriegt einen Vorvertrag. So, englische Woche, da rotieren wir doch mal ein bisschen. Ignowski darf von Beginn an spielen für Šaško. Andy Nacher kriegt einfach mal die Chance, von Beginn an zu spielen und auch Hollmann da von Beginn an ran. Obwohl, wir spielen halt gegen den Tabellenführer, da will ich jetzt auch nicht so viel rotieren, deswegen geht auch Metzel da wieder rein. Goldbach hat noch nicht wieder die richtige Fitness. Ja, fangen wir mal an. Ich sag mal, die Gegner sind gleichwertig. Heute kann der kleinste, der erste der gegen den dritten. Der kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach. Und sie blicken in Gesichter, die bereit sind, alles zu geben. Die Ansprachen kommen gerade ganz gut an. Ausverkauftes Haus. Das einzige Stadion wahrscheinlich, das kleiner ist als das Paderborner. Ja, FSV noch ungeschlagen. Die haben noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Alle drei Saisonspiele gewonnen. Wir haben immerhin auch noch keins verloren. Knapp. Aber das ist ja lustig. 1907 Gästefans beim Auswärtsspiel des SC Paderborn. 1907. Darauf sollte ich ein paar Freikarten rausgeben. So, Gerhard Schröder tippt 0:0. Aber nach dem 3:3 gerade in Kroatien, da war ich das nochmal zu bezweifeln. In der zweiten Minute will der FSV Frankfurt auch schon mal was an dem Tipp. Da will schon mal dafür sorgen, dass der Tipp von Herrn Schröder nicht wahr wird. Jetzt mit dem Eckball von Diakite. Metzelder wirft sich tapfer dazwischen. Und ja, hätte ich es doch nicht gesagt. Daniel Bolz macht tatsächlich das 1:0 in der zweiten Minute schon. Fucking Bullshit. Und der schnelle Ausgleich fällt ja auch nichts. Stattdessen, knapp eine halbe Stunde später, wieder Eckball für Frankfurt von der rechten Seite. Diakite zieht den Ball in die Strafraummitte. Prüll wirft sich tapfer dazwischen und klärt erneut zur Ecke. Diakite nochmal, aber da kommt diesmal keiner dran. Schaffen wir den Ausgleich vor der Pause. Jetzt Einwurf durch Manuel Zeitz auf Kwame Nsor. Der flankt auf den langen Pfosten. Und der Ball dreht sich Richtung Tor. Ottmar zögert und Kumbela rettet auf der Linie. Bicira knallt den Ball ins Seiten aus. Und nochmal Eckball hier. Die Frankfurter, die machen Druck mit Eckbällen. Fischer auf Bolze, auf Becerra, auf, ja, ins Netz. Nicht aufs Netz. Scheiße.
2:1 das Chancenverhältnis, haben sie den einen Eckball von Frankfurt auch nicht gut gezählt. Und wir liegen 2:0 hinten zur Pause und das sieht doch mal ganz schlecht aus. Da muss ich mal ein Donnerwetter loslassen. Ja, liegen doch alle Nadeln auf der Tanne. In der zweiten Halbzeit, da will ich, dass da eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz steht. Ja, das geht gar nicht, was wir hier anbieten. Aber die Ansprache hat Wirkung gezeigt, denn Spielner schon in der 56. Minute mit dem Anschlusstreffer nach Vorlage von Steinhardt. Jetzt Zeitz, 4 Minuten später, schaffen wir jetzt schon den Ausgleich. Ottmar klatscht den Ball nach vorne ab und Kaffenberger knallt den Ball ins Aus. Gelbe Karte für Diakité wegen Schiedsrichterbeleidigung. Und ja, die Ansprache hat wirklich gefruchtet. Steinhardt mit dem Ausgleich nach Vorarbeit von Zeitz. Das kann man noch schon mal feiern, aber hier sind noch 20 Minuten zu spielen. Aber das kann sich natürlich auch positiv für uns auswirken. Wir können das Spiel noch gewinnen, wir können das Spiel komplett drehen. Caligiuri kommt für Zeitz, auch wenn er gerade den Assist beigesteuert hat, scheint er sonst nicht so ganz gut mit dem Spiel klar zu kommen. Weiter geht's. In der 77. Minute kriege ich wieder einen Brechreiz, denn Michael Lebertran, ich muss nicht wegen dem Geschmack von Lebertran, den ich jetzt im Kopf habe, brechen, sondern natürlich wegen dem 3:2. Das ist scheiße, scheiße, scheiße. Aber noch eine Viertelstunde Zeit. Sinnerbrink kommt für Erli nachher. Einmal können wir noch wechseln. Das mache ich jetzt auch. Schaschko kommt für Ferda, spielt jetzt mal als Rechtsverteidiger. Gelbe Karte für Becerra wegen Linienrichterbeleidigung. Und nochmal eine Szene jetzt. Caligiuri geht an Kaffenberger, legt den Ball an Kaffenberger vorbei. Aber der holt sich das Leder. Jetzt Freistoß für die Frankfurter. Die sind gefährlich nach Standards. Und kaum spreche ich diesen Satz aus, haut auch der Kaffenberger den Ball in die Maschinenarme. Das spielt doch nochmal ganz gewaltig abgegeben. Das dürfte die Niederlage sein. Diakité lässt den Ball in den Strafraum kullern. Fischer kommt mit der Stiefelspitze dran, schießt knapp vorbei. Ja, was für ein Spiel. Dieses Spiel hat sich die Note 2 vom Unterhaltungswert für den neutralen Zuschauer auf jeden Fall verdient. Ja, 2:0 hinten gelegen, 2 Tore geschossen zum Ausgleich und dann wieder 2 kassiert. Und die meisten Tore innerhalb von wenigen Minuten jeweils, die meisten Doppelpacks. Dominik Kumbela, der Mann des Spiels, der auch mal beim SCP gespielt hat. Damit verteidigt der FSV Frankfurt natürlich die Tabellenführung. Wir fallen auf Platz 6 zurück. Und ansonsten gab es folgende Ergebnisse in der Fußball-Bundesliga. Es ist 1 Uhr nachts. Es ist heiß. Ich schwitze wie ein Berserker. Deswegen war es klar, dass hier irgendwann mal ein derber Sprachfehler kommt. Es so. Bayer Leverkusen schlägt Bayern München mit 2:0. Bremen verliert gegen Freiburg mit 0:1. Schalke schlägt Greuther Fürth mit 2:1. Der HSV spielt gegen Hoffenheim 1:1. Bochum in einem Elfmeterschießen ähnlichen Ergebnis schlägt Hansa Rostock mit 5:4. Da haben die Zuschauer richtig was zu sehen bekommen für ihre Kohle. Hertha verliert gegen Stuttgart, mein alter Verein, mit 1:2. Eintracht Frankfurt verliert gegen Borussia Dortmund mit 1:2 ebenfalls. Wolfsburg gewinnt mit 2:1 gegen Gladbach und Frankfurt schlägt Paderborn mit 4:2. Ein recht torreicher Spieltag. Ja, für die einen Frankfurter läuft's. Die sind ungeschlagen und ohne jegliches Remis bisher auf Platz 1 mit 12 Punkten nach 4 Spieltagen. Für die anderen Frankfurter, die Eintracht, läuft es gar nicht. Die haben hingegen jegliches Spiel bisher verloren. Die haben noch nicht mal einen Unentschieden geholt. Die haben 0 Punkte und sind dementsprechend 18. auf den Abstiegsrängen. Außerdem noch der HSV und Hertha BSC Berlin, die jetzt auf Platz 16 gefallen sind. Die Abstiegsränge verlassen hat Borussia Dortmund. Leverkusen und Bochum machen jeweils recht große Sprünge. Auch Freiburg springt von 10 auf 4, Wolfsburg von 7 auf 3, Stuttgart ist Zweiter, mein alter Verein. Und wir stehen mit 7 Punkten nach 4 Spielen nochmal ganz solide da. Das Ziel ist aber natürlich Titelverteidigung. In der 11 des Tages haben wir Markus Steinwart, Linksverteidiger, obwohl er rechter Mittelfeldspieler ist. Naja, warum auch immer. So, ein Spiel haben wir noch in diesem Part. Wir spielen, weiß ich gerade gar nicht, habe ich noch gar nicht geguckt. Erstmal die Transfers. Altin Biturko geht von Freiburg nach RC Anderlecht. Tim Kübel geht von Werder Bremen nach Paris Saint-Germain. Und Thomas Rincon geht von Ingolstadt nach FK Sarajevo. Marco Bürki geht von Hansa Rostock nach Eintracht Frankfurt. Ja, die Frankfurter holen sich jetzt schon Verstärkung. Und Quincy Antipas wird umworben, der ja hier nicht so die Aussicht auf Spielzeit hat. Aber er hat halt ein riesiges Talent. Deswegen verkaufen werde ich ihn auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Den hätte ich ausleihen sollen. Habe ich den nicht auf dem Ausleihmarkt? Das ist gerade gar nicht mehr. Achso, er hat einen auslaufenden Vertrag. Verlängere ich den Vertrag? Er hat keinen Termin mehr frei hier.
noch andere Leute auslaufende Verträge. Adami, bei dem ist das aber okay, der wird seine Karriere doch vermutlich eh beenden. Nein, aber dann wird er es halt nicht bei mir beenden. Oder ich behalte ihn doch als dritten Keeper, weiß ich noch nicht. Compare hat gar kein Talent, deswegen würde ich ihn schon abgeben. Oder zumindest ausleihen. Ja, aber ausleihen kann ich nicht. Ne, den lasse ich dann eher ziehen. Den behalte ich jetzt als Ergänzungsspieler irgendwie. Oder warte auf... Okay, das Angebot kann ich schlecht warten. Jordanov, mit ihm verlängere ich mal. Er hat keine Lust, mit mir zu fahren. Was hat er denn? Bäh. Naja, habe ich ihn nicht besucht? Doch, habe ich. Er mag mich gerade trotzdem nicht so. So, ich schmeiße erstmal ein paar Freikarten für die 1907 Gästefans. Dafür gibt es auch... Dafür gibt es 1910 Freikarten. Auswärtszuschuss. Auswärtszuschuss gibt es 1000 Karten für das Spiel gegen Greuther Fürth. Und Jur Gardens EF ist an Quincy Antipas interessiert. Ab sofort. Ab sofort, da könnte ich ja mal gucken, was die mir bieten, aber das wird wahrscheinlich viel zu wenig sein. 1 Million, circa 1,05 Millionen. Ne, der hat ein Riesentalent, den gebe ich doch jetzt nicht für solche, in Anführungsstrichen, Peanuts ab. Gucken, wie sehr ich hier den Preis noch in die Höhe treiben kann, aber den werde ich auf keinen Fall abgeben, der wird seinen Marktwert ja multiplizieren. Oh, ich kann ihm auch gar nicht sein Gehalt erhöhen, er scheint ja zufrieden zu sein. Eine Hellseherin prophezeit ihnen und ihrem Verein schwere Zeiten. Aber das ist ja zum Glück Mumpitz, da brauchen wir nichts drauf geben. Antipas ist jetzt irgendwie unmotiviert. Motivation 79, war die vorher schon so niedrig? Vielleicht sollte ich ihn doch mal bringen. Ich setze ihn einfach mal auf die Bank. Stell von Robin Schmidt. Wir spielen in Fürth, sind hier stärkemäßig auch deutlich überlegen. Greuther Fürth steht in der Tabelle auf Platz 10. Wir haben einen Punkt weniger als wir. Und wir spielen schon wieder auswärts. Alle drei Spiele in diesem Part auswärts. Das Spiel gegen Fürth war scheiße. Vielleicht, ach, gegen Fürth sage ich, gegen Frankfurt. Vielleicht hätte ich da gar nicht rotieren sollen. Sinnerbrink geht wieder in die Startformation. Auch Schaschko. Gniowski spielt dafür mal für Manuel Zeitz im Mittelfeld. Die Abwehr scheint nicht zu funktionieren, deswegen spielt Hollmann jetzt mal für Metzelder und sonst ändere ich mal nix, niente. Und ich sage eine Revanche für die Pleite vom letzten Spiel, denn die war wirklich schlecht. Wir werden die Niederlage vom letzten Spiel vergessen lassen. Da wird sich nie wieder einer dran erinnern. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. So dramatisch war die Niederlage ja auch nicht. Ich mache das jetzt vielleicht zu einer schlimmeren Sache, als es eigentlich war. Und die Spieler finden die Ansprache auch unpassend. 18.000 im Ausverkauften, in der ausverkauften Trolley-Arena, das der geilste Stadionname. Schlechthin über 1.000 Paderborner dabei. Herbert Grönemeyer tippt 2:2. In echt ist Greuther Fürth immer so ein, in Anführungsstrichen, Angstgegner für Paderborn gewesen. Die sahen mal sehr schlecht gegen sie aus. Gucken, was wir hier holen können. Fürth hat die letzten beiden Spiele verloren, wie halt das letzte Spiel. Sinnerbrink jetzt in der vierten Minute schon, stürmt in den Strafraum, zieht ab, 2 Meter vorbei, aber ein gelungenes Ausrufezeichen direkt zu Beginn des Spiels. 9. Minute jetzt Freistoß von der linken Seite, Klaus läuft an, aber Svetkovskis hat den Ball sicher nach all den Gegentoren. 7 Gegentore in den letzten 2 Spielen, wollen wir jetzt hier mal wieder die 0 stehen lassen. Ignowski wird nicht attackiert, aber Petzos stoppt ihn dann doch mit Fairness. Abelski sieht gelb wegen Linienrichterbeleidigung. Einwurf jetzt durch Ignowski. Der Ball senkt sich nach vor dem Tor, aber Keeper Müller fängt den Ball sicher. Und Fröhlich, ganz wichtiger Mann, hat sich verletzt. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist. Zeitz kommt dann rein. Wir gucken jetzt mal auf der anderen Seite. Und Ignowski sieht die gelbe Karte wegen Foulspiels. Und nochmal ein Eckball in der 38. Minute, kurz vor der Halbzeit. Quaminsor schießt jetzt anstelle von Terry Feather und... Ach, anstelle von Terry Feather. Ich sag schon Feather, freudscher Versprecher, oder was war das? Feather kommt nämlich frei zum Kopfball und nagelt den Ball ins Eck. Anstelle von Fröhlich, wollte ich sagen. Quaminsor mit dem Assist. Auch er kann das. Das kann nicht nur der Fröhlich. So, Torchance für Fürth, aber Svetkowska steht genau richtig und hat den Ball. Ich muss mir den aus dem Trinken holen. Irgendwie macht nicht mehr so ganz mit bei dieser Hitze. Hier ist gefühlt, wir sind gefühlt 60 Grad im Raum. PC hat und andere technische Geräte bei der Hitze. Sehr gut. So, ich sag, macht konzentriert weiter so. Fürth kommt offensiv aus der Kabine. Es sollte jetzt ein offensiver Schlagabtausch hier werden. Gelbe Karte für Fabian Kirsten.
ansonsten ist ja noch nicht viel passiert. In der 69. Minute wechsle ich jetzt mal Andy nachher, kommt wieder Grünerbrink. Den werde ich wieder Strafe zahlen müssen, weil ich ihn trotz seiner Stammplatzgarantie nicht in der Startformation hatte. So, Quincy Antipas, jetzt kriegst du auch mal deine Chance. Er kommt für Quaminsor rein. 4,1 Stärke. Oh! Dafür, dass der Wechsel da jetzt nicht dran schuld war. Der Ausgleich! Kurz vor Schluss. Ein Wechsel des Stürmers da gefühlt. Schulden können. Oh, ich habe schon dreimal gewechselt. Habe ich richtig mitgezählt. Selbst das wird bei der Hitze nicht mehr. Jetzt nicht noch das Spiel drehen lassen. Dann nehmen wir halt unentschieden mit. Dann haben wir zwar kein Spiel gewonnen in diesem Part, aber das wäre trotzdem ganz gut. Jetzt Klaus, schöner Schuss mit viel Schnitt. Der Ball streift das Lattenkreuz und geht auch nicht rein. Das Spiel endet mit 2:2. Mal wieder stand die Null nicht ansatzweise. Noch nicht mal Ergebnisse merken kann ich mir. 1:1 endete das Spiel natürlich. Jochen Fröhlich hat eine Leistenzerrung. Das klingt ja nicht so dramatisch. Der wird dann wahrscheinlich nächste Woche schon wieder spielen können oder spätestens übernächste Woche. Ich werde wahrscheinlich jetzt schon wieder englische Woche haben oder wie auch immer. Terry Feather, der Mann des Spiels, Spiel bekommt die Note 5, das war schwach. Wir fallen in der Tabelle auf Platz 9, sind nicht mehr auf einem internationalen Rang. Nach folgenden Ergebnissen am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Bayern München schlägt Werder Bremen, mein alter Verein, beide sogar. Mit 3:1 Stuttgart, mein alter Verein, schlägt den FSV Frankfurt, beschert den Frankfurtern ihre erste Saisonniederlage mit 2:0 und damit erklimmen die Frankfurter auf Platz 2, die Frankfurter fallen auf Platz 2 und die Stuttgarter erklimmen die Tabellenführung. Gladbach gewinnt mit 4:2 gegen den FC Schalke, Hoffenheim spielt 2:1 gegen Hertha BSC Berlin, Greuther Fürth spielt 1:1 gegen Paderborn, Leverkusen schlägt den Hamburger SV mit 2:0. Borussia Dortmund besiegt VfL Wolfsburg mit 3:2. Hansa Rostock schlägt Eintracht Frankfurt mit 2:0, die immer noch punktlos auf Platz 18 stehen. Freiburg spielt 2:2 gegen den VfL Bochum. Der HSV mit nur einem Punkt, auch noch ohne Sieg, auf Platz 17. Die Hertha bleibt auf dem Abstiegsrang auf Platz 16. Ansonsten hat zum Beispiel Borussia Mönchengladbach einen hohen Sprung gemacht von 11 auf 6. Und ja, wie gesagt, FSV Frankfurt nur noch auf 2, Stuttgart neuer Tabellenführer und wir nur noch auf Platz 9 in der 11 des Tages. Terry Feather jedoch. Christian Hehn wechselt vom Hamburger SV nach Mailand zum AC. Arndt Meffert geht von Braunschweig nach Augsburg. Dominik Gallard von Nürnberg nach Man City. André Hoffmann von Hannover nach Schachtja Donetsk. Christopher Lenz vom Hamburger SV. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Der HSV muss zwei starke Spieler abgeben hier, zwei starke Verteidiger auch noch. Lenz jedoch geht vom HSV nicht ins Ausland, sondern nach Borussia Dortmund. Er bleibt in der Bundesliga. So, von meinen Spielern wird jetzt hier keiner umworben. Und ja, englische Woche, wie gesagt, Champions League. Auf Fröhlich fällt doch 2 Wochen aus. Wird damit den nächsten Part komplett verpassen, nehme ich an. Wir spielen im nächsten Part gegen Lille, Stuttgart und Gladbach. Nachdem wir in diesem Part 2 Remis und eine Niederlage hatten, wollen wir dann natürlich ein paar Dreier haben. So, ich sage tschüss, bis dann. Stay tuned. Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert doch bitte den Kanal, empfiehlt sie weiter. Bestellt eure Amazon-Produkte, wenn ihr dort was bestellt, über meinen Link, den ihr in der Infobeschreibung findet. Das kostet euch keinen Cent extra. Ich bin oft auf Twitch, da könnt ihr mir folgen. Ich habe einen Spenden-Button und ich bin auch auf Facebook. Also würde ich mich über Unterstützung sehr freuen. Tschüss, bis dann, euer Boba.